Hallo, wir arbeiten an den Drills, die wir brauchen für den zweiten Dan, den zweiten Meistergrad. Wir sind bei einer neuen Bewegung. Da geht es um einen Tierstil. Es ist eine Bewegung, die wir aus dem Leopardensystem haben. Das ist so eine Kreisbewegung, die ich da hinten führe und dann komme ich wieder da führen. Das ist also eine Kreisbewegung, hinten führen. Und dann komme ich wieder da führen. Zielgegend ist meistens das die kurze Rippe. Und die Fußhaltung, wenn ihr es ganz korrekt machen wollt, ist so. Schlagen tue ich mit diesen Knöcheln. Durch das, dass ich nicht so eine riesige Reichweite habe, wo ich den Power nehmen kann, tue ich die Fläche verringern. So gibt es wieder eine grössere Wirkung. Das ist die Idee dahinter. Schauen wir uns das an. Wir machen da, wie gesagt, die Kreisbewegung. Wenn er kommt, das ist die Brücke. So, das ist die Brücke, die ich mache. Und ich die Brücke neben mir vorbeiführe, nur ein bisschen neben mir vorbei. Und jetzt ist der Weg frei. Es wird eine Gerade, die hier vorne geht. Diese Art von Bewegung, da nehme ich seinen Power mit. Ich will also, dass er da geführt mitkommt. Das ist die Idee. Das gleiche würde man logischerweise auch auf die andere Seite noch machen. Wie bereits bei vorgehenden Clips schon erklärt, versucht möglichst näher an die Realität zu kommen. Das heisst, versucht, dass der Partner möglichst richtig schlägt. Es muss ja nicht weiss ich wie fest sein, aber schnell und das Timing stimmt. Arbeitet vielleicht miteinander, macht etwas anderes, bewegt euch, nutzt verschiedene Möglichkeiten, übt das so miteinander. Und dann wird es immer besser. Viel Spass!